Verehrte Gäste, Ägypten, das große alte Land am Nil. Wenn man den Fachleuten folgt, gewinnt man den Eindruck, es gibt keine Geheimnisse mehr im alten Ägypten. Alle Fragen sind geklärt. Ich möchte heute keinen Vortrag über ägyptische Geschichte halten. Das können die Ägyptologen, weiß Gott, besser als ich. Ich möchte meinen Finger auf einige wunde Stellen lenken. Dorthin, wo etwas nicht stimmen kann oder wo wir ganz einfach in der Luft hängen. Haben Sie, verehrte Zuschauer, diesen Gegenstand mal gesehen? Natürlich ägyptisch, das sieht man ja an den Hieroglyphen. Aber was ist das nun eigentlich? Ich habe mich kundig gemacht bei den Fachleuten, habe nicht weniger als 18 Bücher hochmögender Ägyptologen studiert und wollte wissen, was ist das hier? Da las ich, es handelt sich um ein Symbol der Ewigkeit. Andere sagen, nein, ist ein Symbol der Freundschaft. Wieder einer behauptet, das ist eine Ehrenform. Schließlich las ich, es sei ein Symbol für Beständigkeit. Wieder ein Gelehrter meinte, das Ganze ist ein prähistorischer Fetisch. Man sieht diesen Gegenstand hier zwischen den kleinen Männchen auftauchen. Übrigens, in der Fachsprache nennt man dieses Objekt einen Jetpfeiler. Was immer das sein mag. Schließlich sagt ein Ägyptologe, der Djet-Pfeiler sei in Wirklichkeit ein entlaubter Baum. Dann las ich, nein, ein mit Kerben versehener Pfahl. Schließlich soll es ein Fruchtbarkeitszeichen sein. Ein hochmögender Fachmann sagt in seinem Lehrbuch, der Djet-Pfeiler ist in Wirklichkeit eine Darstellung des Gottes Ptah. Oder, das Tollste, was ich gelesen habe, der Jetpfeiler sei symbolisch ein Penis. Da ist er so ein Penis, möchte ich nicht haben. In Memphis, das ist die alte Hauptstadt gewesen in Ägypten, gab es ein eigenes Ritual für die Aufrichtung dieses Jetpfeilers. Nur eingeweihte Priester durften damit umgehen. Bevor ich die Frage nach diesem Jetpfeiler einkreise, muss ich einen ganz kleinen Umweg machen. Im vorletzten Jahrhundert haben unsere Völkerkundler eine seltsame Feststellung machen müssen. Immer dann nämlich, wenn eine technologisch fortgeschrittene Gesellschaft mit einer technologisch unterentwickelten Gesellschaft zusammenknallte, begriff die unterentwickelte Gesellschaft die Technologie der höheren nicht. Verständlich. Und jetzt fingen sie an, die Unterentwickelten, Dinge zu kopieren, Gegenstände zu imitieren, von denen sie im Grunde nicht mal wussten, was es eigentlich war. In der Fachsprache nennt man das Cargo-Kult. Das Wort Cargo haben Sie schon gelesen. So entstand in Neuguinea ein Geisterflughafen mit Flugzeugen aus Holz und Stroh. Die Eingeborenen hatten richtige Flugzeuge gesehen, wussten aber nicht, was das war. Oder im alten Japan entstanden diese Dogu-Figuren. Sie standen einst auf Altären, sie müssen was Wichtiges gewesen sein. Nur in der japanischen Steinzeit kannte man gar keine Brillen und Scharnieren. Was haben die Eingeborenen kopiert? In Zentralamerika, hier ein Beispiel aus Mexiko, fliegt einer der sogenannten Götter aus den Wolken hernieder. Beim genaueren Betrachten könnte man sagen, der trägt einen Helm und vor den Lippen sogar ein Mikro. Die Hände sind erdwärts gerichtet. Er fliegt tatsächlich zu den Menschen hernieder, die Beine nach oben. In Copan, das liegt im heutigen Honduras, findet man Götter- oder Priesterstatuen mit Kästen vor der Brust und es scheint, als ob sie mit 10 Fingern eine Tastatur bedienen würden. Was ist das alles? Missverstandene Technologie? Das tollste Beispiel nur schnell, denn es kommt in anderen Vorträgen vor, schließlich die Grabplatte von Palenque, gefunden unter dem Tempel der Inschriften in Palenque, Mexiko. Im Zentrum des Bildes sehen Sie einen Mann vorwärts geneigt, als ob er auf einem Sessel sitze. Irgendein Gerät klebt vor seiner Nase. Mit beiden Händen bedient er meinetwegen Apparaturen. Und der Vers des linken Fußes liegt auf einem Pedal. Am Ende dieses Apparates, in dem er drin sitzt, könnte man so etwas wie eine züngelnde Feuerflamme erkennen. All das ist Cargo-Kult. Es ist missverstandene Technologie.
Und genauso werfe ich die Frage auf, wie wäre es mit dem Jetpfeiler? Ist der Jetpfeiler missverstandene Technologie? Ich möchte diesen seltsamen Gegenstand noch etwas näher einkreisen. Wir sind hier in Abydos. Abydos ist ein Tempel, erbaut vom Sethos dem Ersten. Das war der Sohn von Ramses, so um Runde 1300 vor Christus. Wunderbare Reliefs in herrlichen Farben dürfen die Zuschauer heute noch bestaunen im Tempel von Sethos dem Ersten in Abydos. Und was haben wir denn da an der Wand? Wieder diesen seltsamen Gegenstand, diesen komischen Jetpfeiler. Es ist überliefert, dass Sethos und die Göttin Isis dargestellt seien. Einer übergibt dem anderen den Jetpfeiler. Ob nun die Göttin dem Pharao oder der Pharao der Göttin, darüber mag man streiten. Spielt auch keine Rolle. Ich will nur da hinaus. Dieser Jetpfeiler muss etwas sehr Wichtiges gewesen sein, wenn er mit Pharao und Göttern in Bezug steht. Und man sieht, der Gegenstand ist genauso groß wie die Menschen. Selbst in irgendwelchen Seitenräumen taucht dieser kuriose Gegenstand erneut auf. Erklären kann man es nicht, denn diesmal nicht mehr groß wie ein Mensch, sondern ganz klein. Sie erkennen hier eine Darstellung, da hängen sowas wie Schnüre von der Decke. Und im mittleren Teil, rechts, Jetpfeiler, mit den Schnüren verbunden. Schließlich in Abydos die weltberühmte Königsliste. Diese Königsliste ist der Grund für die Ägyptologie, steif zu behaupten, wir hätten alle Pharaonen und alle Daten registriert auf einem alten Relief. Hier auf diesem Relief in Abydos sind genau 76 Könige aufgezählt. Sethos, der Pharao, nach der Überlieferung, erklärt hier seinem Sohn Ramses die verschiedenen Könige der Vergangenheit. Nur, und das ist wichtig, um rund 300 vor Christus lebte in Ägypten ein Priester, der hieß Manetho. Und dieser Priester hatte auch eine ägyptische und griechische Bildung. Manetho verfasste ein dreibändiges Werk über die Chronologie der Ägypter und übertrug diese alten Königslisten ins Griechische. Sein Werk existiert leider nicht mehr. Aber der spätere Kirchenfürst von Caesarea, der Eusebius, hat erhebliche Daten vom Manetho in seinen Büchern einverleibt. Und nach Manetho regierten die ersten 390 Könige runde 4440 Jahre lang. Dazu kamen zu Beginn noch Götter und Halbgötter und Göttersprösslinge. Von all denen erfährt man auf dieser Königsliste hier gar nichts. Genauso wenig auf einer anderen Königsliste, dem weltberühmten Turiner Papyrus. Übrigens, auf Manetos Liste existiert Cheops, der die große Pyramide erbaut haben soll, nicht. Hier, auf der Königsliste, existiert Cheops tatsächlich. Der bekannteste Ägyptologe Amerikas, Professor Mark Lehner, meinte lapidar, die ägyptische Chronologie und die Daten der Dynastien sind bis heute umstritten. Niemand weiß tatsächlich, was sich zu Beginn der ägyptischen Geschichte abgespielt hat. Von dieser Wand mit der Königsliste führt ein Durchgang zu einem seltsamen Komplex. Der Komplex liegt ein paar Meter tiefer. Man nennt ihn Osirion oder Osirium, denn nach der Überlieferung soll hier der Kopf des Gottes Osiris begraben sein. Es ist eine seltsame Geschichte. Osiris hatte einen Bruder, Seth. Der war neidisch und eifersüchtig auf den Osiris, hat den Osiris zerstückelt und den Kopf hier begraben. Nun sehen Sie selbst, dieser Monsterbau stammt aus einer viel früheren Epoche als der Tempel von Sethos, in dem wir vorher waren. Der französische Archäologe Edouard Naville, der zu Beginn des vorletzten Jahrhunderts 2 Jahre hier arbeitete, meinte, dieses Bauwerk sei das rätselhafteste und älteste in ganz Ägypten.
Es passe nicht zu Sethos, der den Tempel drüber gebaut hat. Denn das gesamte Bauwerk hier ist in Megalithbauweise errichtet, was überhaupt nicht zur Bauweise von Sethos passt. Denn der ließ seine Mauern Stück für Stück aufeinander richten. Der Komplex liegt zum Teil unter Wasser, denn unweit davon ist der Nil. Wer immer das machte, musste die Technik beherrschen, das Wasser fernzuhalten. 100 Tonnen Blöcke aus dem Fels zu schneiden, zu polieren, zu transportieren, mit irgendwelchen Kranen hier einzusetzen. Und zwar so, dass kaum eine Rasierklinge dazwischen passt. Und achten Sie mal auf die Technologie, auf den Schliff, auf die Sauberkeit dieser Verarbeitung. Was für eine Planung steckt dahinter? Und jeder Laie erkennt, der spätere Tempel liegt teilweise über diesen Monolithen. So, der ist tatsächlich älter. Ich habe meinen Jetpfeiler nicht vergessen. Hier ein weiteres Beispiel. Wir besuchen den Tempel von Dendera. Dieses Dendera ist ein junger Tempel, so 100 vor Christus gebaut. Aber dieser junge Tempel steht auf einem uralten Fundament. Im vorletzten Jahrhundert arbeitete Professor Dümmichen hier und er meinte, der Tempel von Dendera sei das dritte Heiligtum, das auf diesem alten Fundament stehe. Und eine Augenfreude, Sie sehen es, hier sieht man zum ersten Mal in allen Farben die Götterbarken am Firmament zwischen den Sternen. Üblicherweise lernen wir ja, die alten Ägypter hätten gemeint, die Sonne gehe im Osten auf, zieht dann über den Nil, geht im Westen unter und das sei die Erklärung für die Barken der Götter. Hier sieht man es ein bisschen anders. Die Götter scheinen von den Sternen gekommen zu sein. Mittendrin im Sternenhimmel die Götter Osiris, Isis und so weiter. Ich aber möchte hinunter in den Untergrund, in den Unterbau dieses eigentlich jungen Tempels. Und da gibt es ein Loch. Sie sehen gleich, das Loch ist eigentlich eng. Man hat Mühe, darunter zu kriechen. Ich empfehle den Touristen immer, geht rückwärts. Denn die Öffnung ist nicht größer als ein Hundeloch. Die Ägyptologie vermutet in diesem engen Raum eine Art Bibliothek oder ein Archiv oder meinetwegen ein Abstellraum für Kultgegenstände. Und was sieht man hier an den Wänden? Seltsame Darstellungen. Und wieder diesen Djet-Pfeiler. Er scheint irgendetwas zu tragen. Eine Art Birne. Und in der Birne drin so etwas wie eine Schlange. Was macht denn der Djet-Pfeiler dieses Mal? In einem ganz anderen Zusammenhang als vorhin in Abydos oder auf den kleinen Figürchen. Wird hier eine alte Technologie dargestellt? Das ist nicht auszuschließen. Es gibt tatsächlich zwei Autoren, die aus Ägypten das Alte gut kennen und die meinen, hier sei eine Darstellung von Elektrizität im Altertum abgebildet. Übrigens, um Elektrizität abzubilden oder Elektrizität zu machen, braucht man keinen Hinweis der Götter oder der Außerirdischen. Das geht auch so. Da hat man im Jahre 1936 im Museum von Bagdad eine seltsame Vase entdeckt. Es war der deutsche Ingenieur Wilhelm König, dem dieser Fund gelang. In der Vase drin war Eisen plattgewalzt und zurechtgedreht worden. Und im Eisen drin ein Kupferstab. Das Ganze war nach oben mit Bitumen, Bitumen ist Asphalt, verschlossen. Unten fand man noch Reste von Zitronensäure. Der deutsche Ingenieur Wilhelm König erkannte sofort, das ist doch nichts anderes als ein galvanisches Prinzip. In zwei Elektrolabors hat man es nachgebaut. Und hier in dem Beispiel ein junger Schweizer für Jugend forscht, hat das Ding auch nachgebaut. Man gab Zitronensäure dazu und siehe da, die Apparatur zeigte auf Anhieb 2,5 Volt.
Im Mystery Park in Interlaken zeigen wir ein Modell dieser seltsamen Apparatur. Wir haben tatsächlich Zitronensäure genommen. Wir lassen sie laufen. Dort, wo die Archäologie so etwas wie eine Lotusblume sieht, sahen wir die Fassung einer Art elektrischen Birne. Wir haben die Elektrizität zugeführt und der Glühfaden brannte. Licht für den Pharao, irgendeine Zauberei, mit dem die Priester die Menschen beeindrucken konnten. Tja, warum eigentlich nicht? Und hier stellt sich mal eine grundsätzliche Frage. Darf man solche Spielereien machen? Ist das überhaupt zulässig? Tatsache ist, wir wissen nicht, wozu der Dieppfeiler diente. Es scheint ein heiliges Objekt gewesen zu sein, in aller Größe und in aller Kleine, vom ältesten Ägypten bis in die Zeit der Ptolemäer. Und der Dieppfeiler taucht überall auf, in unterschiedlichen Bedeutungen. Er muss etwas sehr, sehr Wichtiges gewesen sein. Aber darf man diese Spielereien treiben, hier mit Elektrizität, nachdem man Hinweise hat, wie die Batterien nach galvanischem Prinzip, sollte man es versuchen. Einfach nur Fragen stellen. Ich erlebe es jede Woche, dass Schüler, die gerade das Abitur gemacht haben, mich fragen, Herr von Däniken, was soll ich studieren? Und dann sage ich meistens, wenn du es dir leisten kannst, studiere irgendeine alte Schrift oder eine alte Sprache, hier in Ägypten die Hieroglyphen oder meinetwegen im sumerischen Bereich die Keilschriften oder versuche mal der Maya-Schrift in Zentralamerika auf die Schliche zu kommen. Warum denn? Wenn du es hast, beherrscht hast, die alte Schrift, die alte Sprache, dann versuch mal einige Schlüsselworte neu zu besetzen. Wie soll man das verstehen? Im Christentum, in der ganzen religiösen Literatur, lesen wir den Begriff von Engelchen oder meinetwegen Erzengel. Ein Engel ist ein Wesen, das aus den Wolken herniederfährt. Ein Erzengel ist der Anführer dieser Engelchen. Ein neues Schlüsselwort, wir ersetzen Engel durch Außerirdische. Und der ganze Text bekommt einen anderen Sinn. Der Erzengel wäre der Anführer einer Gruppe von Außerirdischen. Eine Denkweise. Und alles wird anders. Vielleicht sollten wir im Sinne von Cargo-Kult dieses Spiel auch hier spielen. Und es könnte neue, interessante und vielleicht ganz faszinierende Antworten liefern. Mit dem Dieppfeiler, mit Abydos, mit dem Osirion, mit Dendera habe ich gerade mal an der Oberfläche gekratzt. Es gibt andere Rätsel, die viel tiefgründiger gehen. Jedermann kennt der Sphinx. Ja, der Sphinx, die Sphinx, der Sphinx, ein Streit um des Esels Schatten. Hier sagt man der Sphinx, es geht ja schließlich um einen Löwenkörper. Aber den wenigsten Menschen ist bekannt, dass der Sphinx oft jahrhundertelang überhaupt nicht zu sehen war. Er lag nämlich unter einer dicken Sandschicht und musste mehrmals ausgebuddelt werden. Herodot, einer der Historiker, der um 450 v. Chr. Hier war, schreibt kein Wort über den Sphinx. Offenbar hat er ihn gar nicht gesehen. Aber der, die, das Sphinx, es wimmelt von Sphingen. Den Nil hinauf, jeder altägyptische Ort hatte seine eigenen Sphingen. Die Mehrzahl heißt tatsächlich nicht Sphinxe, sondern Sphingen. Überall, es gibt keinen Tempel ohne diese seltsamen Mischwesen, Mensch-Tier-Gestalten, denen man irgendeine spezielle Kraft, eine spezielle Symbolik zudeutet. Hier sind wir im Tempel von Luxor in Mittelägypten. Und da stehen gleich zwei große Tempel, der von Luxor und der von Karnak. Zwischen Luxor und Karnak liegen 3,8 Kilometer. Jetzt stellen Sie sich mal vor, über 3,8 Kilometer rechts und links, alle paar Meter, eine Sphinx. Es müssen mehr als 1000 gewesen sein auf dieser ganzen Strecke. Die Sphinx, der Sphinx in unterschiedlichen Arten, hatte eine entscheidende Bedeutung im alten Ägypten.
Und bis heute ist man nicht so klar, was das eigentlich gewesen sein soll. Nur Symbolik? Nur Gestalten der Kraft? Nein, da steckt etwas ganz anderes dahinter. Übrigens, die Sphinxen hier, die haben regelrechte, hübsche Körper und Gesichter. Wir sind in Saqqara. Die meisten Touristen, die Ägypten besuchen, landen irgendwann hier in Saqqara. Sie stehen vor der Stufenpyramide. Man erklärt ihnen den Tempel nebendran. Und anschließend sitzt man auf einem Geröllhaufen, mampft sein Sandwich, trinkt eine Cola, lässt seinen Blick über die Wüste schweifen und kaum einer der Besucher ahnt, dass unter diesem Wüstenboden Kilometer und Kilometer von Gängen liegen. Eine dieser unterirdischen Anlagen nennt man das Seraphäum. Das Seraphäum deshalb, weil das Wort Seraphis, ein zusammengesetztes Wort aus dem Griechischen, ist. Apis war nämlich der heilige Stier im alten Ägypten. Und da unten eine Gruft. Rechts und links der Gruft sind Nischen. Und in diesen Nischen drin die größten Sarkophage, die die Welt je gesehen hat. Der untere Teil wiegt so 80 bis 100 Tonnen. Die Decke allein nochmals so 20 bis 40 Tonnen. Und das ganze Material hier stammt aus Aswan. Aswan-Granit, der härteste Granit, den der Planet Erde kennt. Aber zwischen Aswan und hier liegen 1000 Kilometer. Das Ganze war eine Zufallsentdeckung. Im vorletzten Jahrhundert hat der französische Archäologe Auguste Mariette nach Stiermumien gesucht. Man hatte nie welche gefunden. Man wusste, dass es welche geben musste. Auguste Mariette ging nicht so sauber vor wie heutige Archäologen. Der brauchte Sprengstoff, Dynamit. Ein Loch wurde in den Boden gerissen. Auguste Mariette segelte buchstäblich auf dem Hosenboden runter und stand vor einem dieser riesigen Sarkophage. Er war hocherfreut, er war überzeugt, ich habe die Sarkophage für Stiermumien gefunden. Stemmeisen wurden geholt, die schweren Deckel weggewuchtet und das Entsetzen war allgegenwärtig. Es waren keine Stiere da drin, sondern klebriger, schmieriger, schwarzer Asphalt. Achten Sie übrigens nur am Rande auf die Präzision, auf diese saubere Verarbeitung. Was ist hier geleistet worden? An Handwerk, an Technologie, an Werkzeugen. Auguste Mariette fand also diesen stinkigen Asphalt in den Sarkophagen. Später hat man das rausgeschaufelt und im Asphalt drin kleine zerhackte Knochen. Was sollte das Ganze? Wo blieben die Stiermumien? Zur Erklärung, es gibt tatsächlich Stiermumien im alten Ägypten, aber nicht Mumien des heiligen Stiers, denn der heilige Stier war ein spezieller Stier. Die alten Historiker behaupten, dieser Apis-Stier habe eine Zunge gehabt mit Sternen drauf. Er habe ein Dreieck auf der Stirne getragen. Er sei übrigens nicht auf natürliche Weise ins Leben gekommen, sondern die Götter hätten diesen Apis-Stier gemacht. Dieser Apis-Stier war ein Monster. Es gibt Überlieferungen, wo man lernen kann, die Menschen hätten sich gefürchtet vor diesem Apis-Stier. Er habe Säuglinge zertrampelt, Greise tot gemacht, Felder verwüstet, kleinere Tempel zum Einsturz gebracht. Aber er war ein heiliges Vieh, so wie heute vergleichbar im alten Indien noch die heiligen Kühe. Man durfte diesem Apis-Stier nichts tun, denn er war ein Lebewesen der Götter. Soweit die Überlieferung. Aber Apis-Mumien hat man nicht gefunden. Und hier erwartete man sie in diesen Gruften. Es gab aber keine. Sie müssen sich, verehrte Zuschauer, folgenden Gedanken machen. Irgendein Arbeitstrupp buddelt hier unter der Wüste von Saqqara mit recht primitiven Werkzeugen, vielleicht hatten sie Eisen oder Kupfer, Gänge aus dem Boden raus. Rechts und links machen sie Nischen. Und 1000 Kilometer von hier entfernt sind andere Arbeitstrupps dabei und hauen mit irgendwelchen Werkzeugen den härtesten Granit, den es damals gab, aus dem Fels. Jetzt transportieren sie die Schwergewichte 1000 Kilometer den Nil hinunter.
Damals gab es auf dem Nil noch 3 Stromschnellen. Heute sind da Schleusen für die Schifffahrt. Das bedeutet, die alten Ägypter mussten die Schwergewichte 3-mal von den Flößen wegzerren, an Land transportieren, wieder auf die Flöße zurück. Endlich kommt man da unten an, in Saqqara. Man buxiert die Schwergewichte irgendwie in die vorbereiteten Nischen. Dann schmeißt man klebrigen, schmierigen Asphalt da hinein, zerhackte Knochen und wuchtet noch einen 20 bis 40 Tonnen Deckel obendrauf. Wozu? Wenn die alten Ägypter aus irgendeinem Grunde Knochen entsorgen wollten, ja, dann schmeißt sie doch in die Wüste. Gebt sie den Tieren zum Fraß, den Krokodilen. Wegen zerhackten Knochen muss man doch nicht unterirdische Tunnels bauen und aus 1000 Kilometern Entfernung gewaltige Sarkophage heranholen und sie dann in der Präzision zuschneiden. Irgendetwas stimmt hier nicht. Und jetzt muss ich auf Herodot kommen. Herodot war ein Schriftsteller, man nennt ihn auch den Vater der Geschichtsschreibung. Er war um 450 vor Christus hier. Er schreibt, die Priester hier hätten ihm 341 Statuen gezeigt, Steinstatuen. Novizen hätten auf Schlitten Papyrusrollen transportiert und der Oberpriester habe zu jeder Statue ein paar Sätze gesagt. Und dann vermerkt Herodot, diese 341 Statuen entsprechen in Wirklichkeit 11.340 Jahren. Damals seien die Götter auf der Erde gewesen. Seither seien sie nicht mehr gekommen. Wenn Sie das kontrollieren möchten, holen Sie sich Herodots ägyptische Geschichten, Band 2, Kapitel 141, 42. Aber unsere Ägyptologie der Gegenwart nimmt Herodot nur dort ernst, wo es passt. Wo es nicht passt, lässt man ihn liegen. Die ägyptische Lehrmeinung nennt zum Beispiel Menes als ersten Pharao, so 2920 vor Christus. Dieselbe Lehrmeinung übernimmt von Herodot den Bericht, Menes habe den Nil oberhalb Memphis umleiten lassen. Doch dieselbe Ägyptologie unterschlägt mit geschlossenen Augen, was derselbe Herodot 18 Zeilen später festhält. Zitat, auf Menes folgten 330 Könige, deren Namen mir die Priester aus einem Buch vorlasen. Auch alle anderen antiken Historiker, die hier waren, Diodor, Plutarch, Strabon, bringen ganz andere Datierungen als unsere heutige Ägyptologie zur Kenntnis nehmen will. Und da ist ein echtes Problem. Das Kreuz mit den Datierungen liegt nämlich darin, dass es im alten Ägypten keinen Startpunkt gibt. Wir Christen zählen unseren Kalender ab Geburt Jesu. Die alten Römer beispielsweise hatten einen Kalender und der begann mit der Gründung der Stadt Rom, so 753 vor Christus. Von den alten Ägyptern hingegen gibt es keinen Startpunkt, der sich irgendwie in Zahlen festnageln lässt. So schwimmt man auf einem Pudding. Man kann nirgendwo reinbeißen. Es gibt keinen Fixpunkt zum Festmachen. Die Fachleute rekonstruierten denn die Chronologie aus datierbaren Funden, eben zum Beispiel der Königsliste von Abydos oder auch aus astronomischen Berechnungen. Und sicher stimmt hier einiges hervorragend, saubere Arbeit geleistet worden ab Cheops, 4. Dynastie. Aber was vorher war, ist ein einziges Chaos. Mich fragen auch Studenten der Ägyptologie, über was sie ihre Dissertation, also ihre Doktorarbeit machen sollen. Und ich schlage immer vor, nimm doch mal die alten Daten des Priesters Maneto, überliefert von Eusebius, dem Kirchenfürst. Vergleich die mit den vorhandenen Daten und den vorhandenen Namen. Und du wirst feststellen, dass einige der Könige existiert haben müssen, weil sie auf allen Listen auftauchen. Nur die Datierung, die Chronologie stimmt hinten und vorne nicht. Der kleine Umweg über die Daten führt mich zurück hier zu diesen unterirdischen Anlagen in Saqqara. Auguste Mariette fand also keine Stiermumien des heiligen Apis-Stier, sondern er fand
Bitumen, Asphalt, zerhackte Knochen. Was sollte das eigentlich? Die alten Ägypter haben jede Lebensform mumifiziert. Ich bin hier in einer unterirdischen Anlage und da liegen nicht weniger als 5 Millionen, Sie haben richtig gehört, 5 Millionen, nicht 500.000, 5 Millionen mumifizierter Vögel, vorwiegend Ibisse. Stellen Sie sich das vor. 5 Millionen Mal den Vogel ausweiden, einbalsamieren, mit Bandagen umwickeln und dann in eine solche Kanope hinein. Das hier ist die Mumie eines kleinen, eben geborenen Pavians. Die meisten dieser Kanopen sind noch zu. Wozu soll man 5 Millionen Dinger öffnen, wenn man weiß, es sind Vögel? Aber nicht nur Vögel wurden mumifiziert im alten Ägypten. Die haben buchstäblich alles mumifiziert. Da unten gibt es eine Anlage mit 200.000 mumifizierten Krokodilen. Selbst die Krokodileier sind noch separat mit Bandagen umwickelt worden. Sie finden mumifizierte Fische, mumifizierte Hunde, selbstverständlich Paviane. Einfach alles, jede Lebensform ist mumifiziert worden. Und warum um alles in der Welt? Die alten Ägypter waren überzeugt von der Wiedergeburt. Sie glaubten aber, um wiedergeboren zu werden, müsse der alte Körper erhalten bleiben. Sie sprachen von etwas, das nannten sie Ka und Ba. Wir würden vielleicht sagen Seele oder Bewusstsein. Und dieses Bewusstsein übernimmt dann zwar im neuen Leben einen neuen Körper, aber nur dann, wenn der alte erhalten bleibt. Alles wurde mumifiziert, nur der heilige Apis nicht. Warum nicht? Der Priester Maneto, der uns überliefert, wer Apis war, dieses Monstrum von einem Stier, sagt ja auch, das Monstrum sei gefährlich gewesen und die Götter hätten es gemacht. Jetzt werfe ich mal die Frage auf, war dieser Apis vielleicht kein natürlicher Stier? Hatten die Götter, meine Außerirdischen, irgendwelche genetischen Experimente gemacht? Haben sie studiert, wie sich diese Viecher, die auf genetisches Design entstanden sind, verhalten? Haben sie den Menschen gesagt, ihr dürft alles tun, aber diese Tiere dürft ihr nicht jagen, nicht häuten, nicht töten, geschweige denn aufessen? Die Menschen hielten sich daran und fürchteten sich vor diesen Monstern, unter anderem dem Apis. Eines Tages verschwanden die sogenannten Götter und einige der Viecher lebten immer noch. Die Menschen taten ihnen nichts und warteten, bis die Tiere eines natürlichen Todes eingegangen waren. Und dann zerhackten sie ihre Knochen, bauten unterirdische Anlagen, Schächte rechts und links, Nischen, holten aus Assuan 1000 Kilometer entfernt den härtesten Granit, den es gab, schnitten ihn zu, schoben die Schwergewichte in die Nischen, schmissen die zerstückelten Knochen des Apis, des Mischwesens, da hinein und dann klebrigen, schmierigen Asphalt drauf und schlussendlich auch noch einen 40-Tonnen-Deckel. Wozu? Diese Monstren sollten niemals wiedergeboren werden. Sie waren nicht natürlich entstanden. Jetzt ist das, was ich hier gesagt habe, eine Spekulation. Ich habe vorhin die Frage aufgeworfen, darf man so etwas? Man muss es sogar, wenn die Indizien es zulassen, denn sonst haben wir einen Stillstand. Und zu den Mischwesen gibt es eine ganze Menge zu sagen. Auf sumerischen Rollsiegeln tauchen Dinge auf, für die wir bis heute keine Erklärung haben. Wesen halb Mensch, halb Tier. Hier sieht man geflügelte Wesen. Sie scheinen an einem Baum zu arbeiten. Eine moderne Betrachtung würde sagen, ja, Lebensbaum, vielleicht hantieren die am genetischen Code. Der Priester Maneto, wiederum überliefert von Eusebius, nennt eine ganze Seite von Mischwesen, die es damals gegeben haben soll. Unter anderem Stiere mit Menschenköpfen. Das erinnert mich an die Legende des Minotaurus im alten Griechenland. Es habe Menschen gegeben mit Flügeln, geflügelte Menschen. Er nennt die verschiedensten Kreaturen, die existiert haben sollen.
und sagt noch ausführlich, die Künstler hätten diese Lebensformen in ihren steinernen Darstellungen gemeißelt. Aber laut Manetho müsste es sie gegeben haben. Ein ungeheuerlicher Gedanke. Und da gibt's noch etwas. Im Britischen Museum findet man den Obelisken von Salamazar III. Man erkennt einen jungen Elefanten, jung an der Größe der vergleichbaren Menschen. Und die Menschen erscheinen die Wächter gewesen zu sein, halten Tiere. Mischwesen? Die Viecher haben gelebt, sonst wären sie nicht an der kurzen, straffen Leine. Auf dem Bild erkennt man sogar links ein Wesen, das an Daumen lutscht. Und der hintere mit der lustigen Frisur scheint uns allen die lange Nase zu machen. Gab's Mischwesen? In der Literatur ja, in der Skulptur ja. Und jetzt haben wir das Rätsel mit den unterirdischen Anlagen im Saqqara, wo keine Apis-Stiere auftauchen, sondern zerhackte Knochen. Heute könnte man dieses Rätsel leicht lösen. Eine einzige Probe und eine Genanalyse würde alles klar machen. Vielleicht gibt's derartige Analysen schon. Und wir dummen, ungebildeten Menschen sollen davon nichts wissen. Denn die Konsequenzen daraus wären natürlich einzigartig. Wenn man nachweisen könnte, dass es im Altertum Mischwesen gab, dann weiß man, dass diese Mischwesen nicht auf natürliche Art und Weise entstanden sein können, denn die Evolution schafft keine Mischwesen. Es geht ganz einfach nicht. Zum einen sind die Geschlechtsapparate der Tiere unterschiedlich, zum anderen die Chromosomenzahlen. Wenn ein perverser Mensch sich dazu hergeben würde, mit einer Äffin Sex zu betreiben, es würde nie ein Kind daraus, auch kein Mischwesen, weil die Chromosomen nicht aufeinander passen. Wenn es also im Altertum je sowas gegeben hätte, Mischwesen, dann kann es nur durch genetisches Design entstanden sein. Die alten Ägypter beherrschten aber kein genetisches Design. Wer kommt denn noch in Frage? Da bleiben sie wieder. Die sogenannten Götter aus der Mythologie. Osiris, Isis und all die Gestalten, all die Lehrmeister, die aus den Wolken gekommen sein sollen, die haben vielleicht tatsächlich Experimente gemacht, auch wenn es uns unverständlich erscheint. Ich meine, wir sollten darüber ernsthaft nachdenken. Diese Pyramide schaut aus, als hätte ich sie im Nebel fotografiert. Dem ist aber nicht so. Die Pyramide sieht tatsächlich so aus. Es ist die Pyramide von Dahschur. Dahschur liegt rund 30 Kilometer südlich der großen Pyramide. Diese fade Pyramide hier nennt man auch die rote Pyramide. Sie ist 109 Meter hoch und von Snorfu gebaut. Snorfu. Nie gehört? Snorfu ist der Vater von Cheops, der dann später die große Pyramide gebaut haben soll. Und wenn man näher zukommt, findet man eine Erklärung für dieses fade Licht. Denn die ganze Pyramide schaut aus, als wäre sie ein paar Jahrhunderte im Wasser gelegen. Als wären das nur Lehmblöcke, ausgewaschen über die Jahrhunderte oder meinetwegen Jahrtausende. Doch im Innern dieses baufällig anmutenden Bauwerks sieht es genauso gigantisch aus wie beim späteren Cheops. Was ist das? In der Cheops-Pyramide sagt man dazu die große Galerie. Einfach sensationell von der Technik her. Umso mehr, wenn man sich vor Augen hält, dass das älter sein soll als Cheops, von Cheops Vater gemacht. Wir haben uns die Mühe genommen, die Abstände dieser verschiedenen Querbalken zu messen. Es sind rund 15 cm von einem Querbalken zum anderen. Unweit davon steht eine andere Pyramide, wieder vom selben Snorfu, vom selben Vater des Cheops gebaut. Die Pyramide hier nennt man die Knickpyramide. Ganz einfach, weil sie abgeknickt ist. Es wird gesagt, der Winkel sei falsch berechnet worden. Doch beim genaueren Hinsehen erkennt man auch hier eine wirklich unbegreifliche Technik.
Über die Blöcke, die unteren Blöcke, sind regelrechte Steinbalken gepflanzt worden. Mit einem blitzsauberen Schliff. Und achten Sie auf die Seitenkanten. Was steckt eigentlich dahinter? In einer Zeit vor Cheops, also so rund, was weiß ich, 2500 vor Christus. Eine gewaltige Leistung, die uns die alten Ägypter vor die Nase gesetzt haben, obschon das Bauwerk abgebrochen ist. Jeder Tourist kennt die großen Pyramiden, aber die wenigsten Touristen dürfen sich auf dem Pyramidenplateau überhaupt frei bewegen. Was ist das hier? Steht auch da, wo die großen Pyramiden sind, nur tiefer unten im Gelände. Im Volksmund sagt man dazu die vierte Pyramide. Und was mich immer irritiert, Sie sehen es am unteren Bildrand, da sind Steine aufgetürmt worden. Und dann folgt eine Gesteinsschicht und wiederum weiter oben das Bauwerk. Und auch hier hat man dauernd den Eindruck, es stimme etwas vom Alter, von den Datierungen nicht. Denn man sieht sie, man kann sie greifen, diese Auswaschungen. War es Wasser? Nur Sand? Nur einfach die natürliche Abnutzung des Gesteins? Aber die Bilder sprechen für sich. Übrigens ist kürzlich errechnet worden, dass alleine in den ersten 80 Jahren der vierten Dynastie, das ist die von Cheops, rund 9 Millionen Kubikmeter Bauvolumen umgesetzt wurden. Dies mit einer Steinblockzahl von über 12 Millionen Blöcken. Nicht vergessen, die Arbeiten, die dem eigentlichen Bauten vorangingen, also Steinbrucharbeiten, Zurechtschneiden der Blöcke, Transport zur Baustelle, Planierungsarbeiten, Aushebung von unterirdischen Gängen, Kanalbauten, Rampen, Beschaffung der Instandbesetzung von Werkzeugen etc., Rollmaterial und so weiter. Und all das für diese Blöcke. Es sind gewaltige Dinge. Was wir hier auf der Leinwand haben, ist nicht dasselbe von vorher. Wir sind ganz nahe der Chephren-Pyramide. Und wiederum die Spuren der Verwitterung, die Fragezeichen gestatten. Das ist die Rampe, die hinaufführt zur Cheops-Pyramide. Mächtige Blöcke wurden aufgetürmt. Von oben sieht es dann etwa so aus. Im Hintergrund erkennen Sie die Chephren-Pyramide und im Vordergrund Bauwerke, die niemand kennt. Heute noch vom Sand verschüttet. All das auf dem Plateau, wo sich die großen Pyramiden befinden. Schließlich an der Chephren-Pyramide ist Rosengranit verbaut worden. Der stammt wiederum aus 1000 Kilometer Entfernung, nämlich aus dem heutigen Aswan. Und dann die Kanten. Man achte mal auf die Präzision dieser Arbeit. Da sind regelrechte Balken verwendet worden. Nicht nur Steinblöcke, sondern gerade mächtige 2,5 Meter Balken. Geschätzt werden die einzelnen Stücke auf über 70 Tonnen. Achten Sie auf die Kanten am linken Bildrand. Welche Technik, welche Planung muss hier dahinter stecken? In der Chephren-Pyramide war damals 1818 ein kraftstrotzender Mensch, ein Zirkusmensch, der hieß Belzoni. Und Herr Belzoni konnte es nicht unterlassen, sich hier zu verewigen. Man fand in der Chephren-Pyramide einen Sarkophag. Soweit ich informiert bin, gelesen habe, soll sich im Sarkophag nichts befunden haben. Andere spekulieren, da drin seien Schriften gewesen, doch dazu will ich mich gar nicht erst äußern. Und schließlich auf das größte Geheimnis, die Cheops-Pyramide. Ich befinde mich hier unterhalb der Cheops-Pyramide, man nennt den Punkt Tal der Krähen. Die Rampe hier führt hinauf zur Chephren-Pyramide. Achten Sie mal auf die Größe, die Wuchtigkeit dieser Blöcke. Ich bin 1,68 Meter klein und wenn ich die Hand hochhalte, vielleicht komme ich knapp auf 2 Meter. Der Block über mir ist unglaublich. Und alles nur für die Rampe. Schließlich die Cheops-Pyramide. Hier sollte man mal auf die Winkel der drei Pyramiden achten. Wirklich sensationell. Folgt man der Archäologie, so gibt es überhaupt keine Rätsel um die Cheops-Pyramide. Man weiß alles. Man hat da die Königsliste. Man weiß, Cheops habe das gebaut. Cheops war so 2500 vor Christus. Aber alte arabische Überlieferungen erzählen eine völlig andere Geschichte.
Da gab es Historiker, zum Beispiel Al-Mamun. Der lebte so im 8. Jahrhundert, hat meines Wissens 8 Geschichtsbände geschrieben. Oder Al-Makrizi, der hat ein ganzes Bändchen über die große Pyramide geschrieben. Er hat alles vorhandene Material, das ihm damals zur Verfügung stand, einfach zusammengetragen. Und bei diesen arabischen Historikern lesen wir eine völlig andere Geschichte über die große Pyramide als das, was wir von den offiziellen, von der klassischen Ägyptologie vernehmen. Die altarabischen Überlieferungen sagen, das Ganze hier habe sich abgespielt vor der Flut. Die Menschen damals seien noch so primitiv gewesen, dass sie mit den Tieren an derselben Tränke getrunken hätten. Doch dann hätten die Wolken sich geöffnet. Aus den Wolken seien die Barken, die kleinen Schiffe der Götter gekommen. Allem voran die Himmelsbarke des Gottes Osiris. Diese sogenannten Götter hätten zuerst mal Schulen errichtet im Land am Nil. Doch dann seien sie ausgeschwärmt. Jeder habe eine Keule in der Hand gehabt. Und sie hätten die Menschen in die Schulen geprügelt. Vielleicht sollte man das wieder einführen. Der intelligenteste der Menschen damals sei ein 12-jähriger Knabe gewesen. Die Araber nennen ihn Saurit. Und dann vermerkt einer der arabischen Historiker in einem Nebensatz, Saurit, das ist derselbe, den die Hebräer Henoch nennen. Vielleicht sagt Ihnen das Wort nichts, Henoch. Eine kurze Erklärung, nach arabischer Überlieferung soll sich der ganze Spuck vor der Flut abgespielt haben. Saurit sei der Gescheiteste gewesen, aber Saurit sei derselbe, den die Hebräer Henoch nennen. Wer ist denn Henoch bei den Hebräern? Ja, gehen Sie mal in die Bibel oder in die Tora. Vor der Flut gab es 10 Patriarchen. Einer der 10 hieß Henoch. Nach jüdischer Überlieferung war Henoch der erste Mensch, der diesen Planeten in einem feurigen Wagen verlassen hat. Mir gibt es zu denken. Ich bleibe jetzt beim arabischen Wort Saurit. Sie müssen nur im Hinterkopf haben, Saurit und Henoch soll nach Überlieferung derselbe sein. Saurit, der Bursche von 12 Jahren, soll von den Fremden ein Schnellschreibegerät bekommen haben. Übrigens das nur am Rande. Es gibt ein Buch Henoch. Das finden Sie nicht in der Bibel. Henoch zählt zu den apokryphen Texten. Und dort kommen auch himmlische Wesen hernieder. Henoch nennt sie die Wächter des Himmels. Und auch die geben dem jungen Henoch ein Schnellschreibegerät. Was immer das war. Ich bleibe jetzt bei Saurit. Der bekommt ein Schnellschreibegerät. Die Fremden hätten ihm das Schreiben beigebracht und anschließend sogar noch Bücher diktiert. Doch zur selben Zeit sei unter den Menschen die Angst, das Gerücht umgegangen, eine schreckliche Flut würde kommen und alles Fleisch würde vernichtet. Auch der junge Saurit hat die Geschichte von der Flut gehört. Er kannte ja die Sprache der Fremden. Mutig ging er zu ihnen und machte ihnen Vorwürfe. Er hat sie gefragt, warum habt ihr mir überhaupt Schreiben beigebracht? Warum habt ihr mir Bücher diktiert? Jetzt, wo das Wasser kommt und wir alle ertrinken müssen? Selbst wenn einige Menschen übrig bleiben, müssten die ja wieder von vorne anfangen. Und so habe er gnädig um Erlaubnis gebeten, ein monumentales Bauwerk errichten zu dürfen, das der Flut widerstehe. Weil die Zeit knapp war, und die Zeit war knapp wegen der kommenden Flut, hätten diese Fremden unserem Saurit bei der Planung geholfen. Nur bei der Planung. Auch nach arabischer Überlieferung, keine Götter, keine Außerirdischen haben die Pyramiden gebaut. Das haben schon die Menschen gemacht. Aber aus zeitlichen Gründen hätten sie ihm geholfen bei der Planung. Saurit und seine Leute hätten das Bauwerk errichtet. Am Ende hätten sie das ganze Bauwerk wasserdicht gemacht, indem sie von oben bis unten alles mit Platten abgedichtet haben. Das zumindest stimmt. Alle Pyramidenseiten waren mit Platten abgedichtet. Sie sehen am unteren Bildrand links, sehen Sie noch ein paar dieser alten Platten. Wo sind die eigentlich? Die waren so schön zugeschnitten, alle gleich groß. Die Araber haben sie weggerissen, haben daraus die Stadtmauer von Kairo gemacht, zum Teil Regierungsgebäude und Moscheen. Deshalb sieht das Ganze heute so scheußlich aus. Saurit also habe die Pyramide gebaut und in die Pyramide hinein verschiedene Räume gelegt. In diese Räume habe er seine Bücher getan für die Nachkommen der Menschen nach der Flut. All das ist arabische Überlieferung. Unsere hochmögende Ägyptologie will davon nichts wissen. Wenn Sie heute als Touristen die große Pyramide klettern
Spannen Sie zuerst mal da. Man nennt das den aufwärtsgehenden Gang. Die Strecke ist rund 26 Meter lang, aber nur gerade einen Meter hoch. In der Praxis bedeutet das Kriechen. Runter in die Knie. Im Entenwatschelgang keuchen Sie hier hoch, die 26 Meter. Ich stand schon oft am Ende der 26-Meter-Strecke und jedes Mal, wenn die Touristen raufkamen, sind sie alle tropfnass. Die Haarsträhnen der Damen striefen vor Schweiß. Alles keucht und ist ohnmächtig. Und am Ende der Strecke darf man aufstehen, denn jetzt gelangt man hierher. Das nennt man die große Galerie. Hier geht's rund 47 Meter, schräg nach oben. Die ganze Halle, möchte ich sagen, ist etwa 8,5 Meter hoch. Hier sind Steinblöcke von bis zu 70 Tonnen verbaut worden. Ein Steinblock nach dem anderen um rund 8 cm nach oben versetzt. Eine gewaltige Leistung. Wenn Sie es jemals schaffen, verehrter Zuschauer, hierher zu kommen, bleiben Sie stehen. Lassen Sie sich nicht von den anderen Touristen drängen. Bleiben Sie stehen und suchen Sie mal die Stellen, wo die Steinblöcke aufeinandertreffen. Sie werden Mühe haben, die Stelle mit dem Auge zu finden. Und wenn Sie sie haben, gehen Sie mit der Fingerkuppe dran. Sie sehen kaum was. Es passt wirklich keine Rasierklinge rein. Es schaut aus, als wäre ein dünner Seidenfaden gerade noch der Zwischenraum zwischen diesen beiden Blöcken. Und dann geht's hinauf zur sogenannten Königskammer. Wie eigentlich ist dieses Wunder möglich geworden? Natürlich wimmelt's von Theorien. Wir haben für den Mystery Park in Interlaken einige dieser Theorien zusammengestellt. Das Gängige ist die Story mit der Rampe. Man baute also eine Rampe vom Nil her schräg nach oben. Aber in keinem dieser klugen Rampenbücher lese ich, dass die Rampe auf der ganzen Strecke ununterbrochen 365 Tage im Jahr der neuen Höhe angepasst werden muss. Sie dürfen nirgendwo einen Knick drin haben. Da Sie am Ende eine Pyramide haben von rund 150 Metern Höhe, hätten Sie eine Rampe von etwa 4 Kilometern. Die Rampe selbst hätte mehr Volumen, mehr Inhalt als die Pyramide. Übrigens, wenn Sie eine Spirale um die Pyramide herum bauen, ändert das gar nichts an der Sache. Die Spirale müssen Sie jeden Tag erneuern. Wenn man solche Bilder sieht hier, gemacht aus der Computerküche, dann denkt man natürlich an die Logistik. Aber die Logistik betrifft doch nicht nur den Bauplatz. Das begann doch schon hinten, in den Steinbrüchen. Rund 2,5 Millionen Blöcke. Herausschneiden, zuschneiden, transportieren. Auch wenn der größte Teil der Blöcke von einem Steinbruch kommt, der etwa 12 bis 18 Kilometer von hier entfernt liegt. Es gibt andere Blöcke, zum Beispiel in der Königskammer. Rosengranit, die Decke. Riesige, gewaltige Blöcke. Die Architekten mussten vorher planen. Wie lange dauert's, bis die Blöcke von Aswan runterkommen, bis sie eingesetzt werden? Denn später konnten sie nicht mehr einsetzen. Es gab keine Zugänge mehr. Dahinter steckt Planung, Logistik. All das, was Sie hier sehen auf der Leinwand, ist selbstverständlich möglich. Es ist vorgeschlagen worden. Aber wenn Sie so einen Seilzug sehen, den Seilzug, den hat man nicht einfach so. Dahinter steckt Planung. Cheops und seine Leute kamen schnurstracks aus der Steinzeit. In der heutigen Ägyptologie ist man überzeugt, dass die drei Bauwerke auf dem Pyramidenplateau von Cheops, Chephren und Mykerinos, den Söhnen von Cheops, gebaut worden seien. Doch die altägyptische Überlieferungen von Al-Mamun und anderen Historikern erzählen eine ganz andere Geschichte. Die behaupten doch tatsächlich, alle drei Pyramiden seien vor der Flut gebaut worden, und zwar unter Anweisung der Götter. Nichts sei hier Zufall. Die drei großen Pyramiden enthalten Schächte. Man sieht es hier in der Cheops-Pyramide. Die Schächte weisen an bestimmten Eckdaten punktgenau zu den Sternbildern Orion und Sirius. Zufall? Nein. Der älteste Gott heißt doch Osiris. Osiris ist dasselbe wie Orion. Seine Gattin Isis ist dasselbe wie Sirius. Das macht alles seinen Sinn. Selbst die Ausrichtung und die Größe der großen Pyramiden sei kein Zufall, überliefern die alten Araber. In Wirklichkeit entsprechen sie dem Sternbild Orion. Nun leben wir in einem Sonnensystem, im Zentrum die Sonne, und um die Sonne herum kreisen die Planeten.
Wir sind der dritte Planet, der herumkreist. Die inneren Planeten haben ganz bestimmte Abstände. Und die inneren Räume in der großen Pyramide, die drei, stehen im Verhältnis der Abstände der inneren Planeten. Von der Sonne her gesehen, Merkur, Venus, Erde. Ist das Zufall? Sie konnten, die alten Ägypter, den Merkur überhaupt nicht sehen. Selbst das gesamte Bauwerk steht nicht zufälligerweise irgendwo. Es steht genau da, wo der Abstand zum Erdmittelpunkt gleich groß ist wie der Abstand zum Nordpol. Jetzt können das Zufälle sein. In der Literatur findet man 40 dieser seltsamen Zufälle. Man kann die Hälfte davon abstreichen. Und Monat für Monat erlebe ich, dass irgendein Wissenschaftler oder ein Ingenieur daherkommt und sagt, Herr von Däniken, ich möchte mal den einen oder anderen Zufall prüfen. Und dann prüfen sie das und stellen fest, es stimmt. Die große Pyramide steht tatsächlich im Zentrum der Landmasse. Woher wussten das eigentlich die Alten? Wir haben keine Ahnung. Vielleicht gab es doch irgendwelche Informanten, die von oben gestiegen sind, so wie es die alten Ägypter überliefern. Hier bin ich in der kleinen Kammer. Man nennt sie die Königinnenkammer. Und ich weise mit der Hand auf ein Loch in der Wand. Verglichen mit dem Finger sehen Sie, das Loch kann nicht allzu groß sein. Es sind ja knapp 15 cm Seitenlänge. Und jetzt muss man wissen, das ist wirklich wichtig, dieses Loch gibt es erst seit etwa 110 Jahren. Vorher war die Wand zu, da war kein Loch. Und dann kam ein Engländer, der schlaue, clevere Mr. Dixon. Der hatte eine Leiter dabei und ein Hämmerchen. Alle paar Zentimeter klopfte er an die Wand. An zwei Stellen klang es hohl, hier auf der Südseite, aber auch gegenüber auf der Nordseite. Derselben Höhe. Erst jetzt holte man Meißel und Hammer, hat hier zwei Löcher rausgeschlagen. Wenn Sie mit der Taschenlampe reinzünden, sehen Sie, der Schacht läuft etwa 2 Meter horizontal, also flach. Und dann sehen Sie im Scheinwerferkegel da hinten, es geht jetzt schräg nach oben im Innern der Pyramide. Die gesamte Fachwelt war immer der Meinung, bei beiden Schächten handle es sich um symbolische Schächte, sogenannte Seelenschächte. Diese Schächte würden nicht nach außen führen, sondern seien im besten Fall 8, höchstens 10 Meter lang. Diese Meinung galt so lange, bis vor rund 12 Jahren ein junger deutscher Ingenieur, der Rudolf Gantenbrink, daherkam. Er war beauftragt worden, Luft über Ventilatoren in die Pyramiden zu transportieren. Und er fragte sich, wenn ich schon da bin, wieso kontrolliert eigentlich niemand diese Schächte? Und so entstand ein neues Projekt. Rudolf Gantenbrink baute einen Roboter. Im unteren Teil ein Metallrahmen, dann kam eine spezielle Videokamera dazu, schließlich 2 Halogenscheinwerfer. Den hinteren Teil konnte man mit einer Hydraulik leicht nach oben drücken. All das nur deshalb, damit das Fahrzeug Kraft hat. Schließlich kamen 4 Räder dazu, die hat man mit Gummi ummantelt wie bei einem kleinen Panzer. Und dann begann ein neues Abenteuer in der großen Pyramide. Warum hat man das Ganze nicht über Funk gesteuert? Das ging nicht. Stellen Sie sich vor, Sie schicken so einen Roboter in den Schacht hinein. Der Roboter wäre 40 Meter im Schacht drin. Sie steuern über Funk. Vorwärts, zurück, stillstehen. Aber aus irgendeinem Grunde, vielleicht wegen dem Schacht, kommen die Funkwellen nicht beim Roboter an. Und das blöde Ding bleibt da drin stecken. Ach ja, und 400 Jahre in der Zukunft finden unsere Nachfahren den Roboter da drin. Was die für Schlüsse daraus ziehen, will ich mir gar nicht erst vorstellen. Hier also fuhr der Roboter von Rudolf Gantenbrink in den Schacht hinein. Unten in der Königinskammer waren die Fachleute und starrten entgeistert auf den Monitor. Der Roboter lieferte ja Bilder über Kabel in den Monitor. Es war unheimlich. Man hatte angenommen, der Schacht sei im besten Fall 10 Meter lang. Nur der Roboter hielt sich nicht an die 10 Meter Strecke. Der kraxelte immer weiter, schräg nach oben im Innern der Pyramide. Immer wieder tauchten torähnliche Öffnungen auf, meistens aus Granit. Dann änderten die Wände. Mal war es Kalkstein, kurze Strecken von Sandstein, aber man fand auch Diorit, Granit. Granit ist ein Tiefengestein. Diorit ist härter als Granit. Schließlich an den Wänden Schleifspuren, Kratzspuren, sowohl horizontal wie vertikal,
als ob irgendetwas hineingeschoben worden sei oder von oben heruntergelassen worden sei. Und immer wieder änderten die Wände. Am Ende der Strecke ist es sogar Alabaster. Alabaster schaut aus wie weißer Marmor, Sie werden später im Bild haben. Inzwischen hatte der Roboter 32 Meter in dem Schacht schräg nach oben zurückgelegt. Und dann tauchte plötzlich ein Hindernis auf. Da war ein Gesteinsbalken quer durch die ganze Schachtanlage. Was konnte man damit machen? Anfänglich konnte der Roboter dieses Hindernis nicht nehmen. Der Roboter war zu hoch. Man musste ihn fünfmal wieder hinaus dirigieren und buchstäblich neu konstruieren. Einfach nur absägern an der Höhe ging nicht. Er wurde neu konstruiert und am Ende fehlten rund 2,5 Zentimeter dieser Roboterhöhe. Und jetzt, der veränderte Roboter nahm dieses Hindernis und ratterte weiter. Dann waren es 35 Meter schräg nach oben im Innern des Schachtes. Und dann waren es 40 Meter, 45, 50 Meter, 55, 60 Meter. Bei rund 63 Meter hielten alle Gelehrten, die unten auf den Monitor starrten, ihren Atem an. Jetzt tauchte tatsächlich eine Türe auf. Die Türe hatte etwas wie zwei Metallbeschläge. Sie erkennen, der linke von Ihnen gesehen fehlt. Man fand das abgebrochene Stück unten rechts. Und man ging selbstverständlich davon aus, es kann sich nur um ein Kupferstück handeln. Die Wände hier sind Alabaster. Schaut aus wie weißer Marmor. Vor 2,5 Jahren ist es gelungen, dieses angebliche Kupferstück mit einer kleinen Kammer aus dem Schacht hinaus zu transportieren. Und jetzt kommt etwas Unglaubliches. Das Stück ist verschwunden. Man findet es nicht mehr. Kritikern wie mir gibt das zu denken. Die beiden Kupferstücke sind nicht gleich lang. Der linke ist etwas kleiner. Und der Roboter hatte einen Laser. Der Laser ging unter diesen kleinen Türen durch. Es musste irgendetwas dahinter sein. Man hat später das Türchen angebohrt. Und hinter diesem ersten Türchen kam tatsächlich ein... Vor einigen Jahren, in einer nächtlichen Fernsehsendung, hat man der Weltöffentlichkeit einen anderen Betrug, ich kann es nicht anders sagen, vorgesetzt. Die amerikanische Gesellschaft National Geographic Society hatte einen neuen Roboter konstruiert. Der neue Roboter hatte vorne einen größeren Bohrer. Und da hat man hier in die Türe ein größeres Loch hineingemacht. Während der Fernsehsendung, das Wort live war dauernd eingeblendet, hat die dortige Journalistin den gegenwärtigen Direktor der Altersverwaltung, Professor Dr. Seihawas, gefragt: Ist das zum ersten Mal, dass Sie eine Kamera durchschieben? Ja, sagte er, wir sind alle gespannt und aufgeregt, was da hinten zum Vorschein kommt. Auch das stimmte nicht. Übrigens, Sie sehen hier die beiden Kupferstücke, sind ungleich lang gewesen. Dahinter ein zweites Türchen, dahinter ein drittes Türchen. Der gegenwärtige Stand, man hat das dritte Türchen auch angebohrt, der Bohrer ging durch, dahinter ist irgendein Hohlraum. Ob sich nun Bücher da drin verbergen, wie die alten Araber überliefern, weiß ich nicht. Die Zukunft wird's zeigen. Jetzt habe ich dauernd nur von dem Südschacht gesprochen, der da schräg nach oben führt. Was ist denn mit dem anderen? Es gibt doch zwei Löcher da in der Wand der Königinnenkammer. Lange Zeit konnte man nicht in den Nordschacht hineinfahren, denn da drin war eine Eisenstange verklemmt. Damals, vor 110 Jahren, als der Engländer mit seinem Heimmachen kam, glaubten die Briten natürlich, sie könnten die Wände losbrechen und würden dann vielleicht irgendwelche Schätze finden. So hat man eine Eisenstange reingeschoben. Tapfere Männer haben da hin und her gewuchtet. Nur die Steine brachen nicht raus, aber die Eisenstange brach ab. Und die steckte darin seit über 110 Jahren. Jetzt ist es gelungen, sie mit einer modernen Hydraulik rauszuziehen. Der Roboter ist auch in den Nordschacht reingefahren. Während der Südschacht schräg nach oben läuft, macht der Nordschacht zwei Kurven. Kurven um die große Galerie herum. In genau der gleichen Höhe, nämlich 23 Meter von der Königinnenkammer nach oben, kamen wieder Türchen. Auch diese Türchen sind angebohrt worden. Das Spiel hat sich wiederholt, was man im Südschacht entdeckte, auch im Nordschacht. Eine Türe hinter der anderen
und bei der letzten Türe ist der dünne Bohrer durchgeschlittert. Dahinter sind Räume. Was befindet sich da? Wir wissen es nicht. Ich vermute, die alten Überlieferungen haben vielleicht doch recht. Und die Pyramide ist viel älter, als wir glauben. Cheops, der spätere Pharao, hat sich das Ganze irgendwie unter den Nagel gerissen. Und in den Räumen drin findet man Bücher. Nicht unsere Bücher, sondern irgendwelche Papyrusrollen. Es wäre schon spannend zu erfahren, was vor der Flut geschah, was damals geschah. Und nur am Rande noch eine Bemerkung. Kein einziger der Pyramidenbauer, kein einziger der Architekten, kein einziger der Pharaonen hat auch nur ein Sterbenswörtchen über den Bau dieser Bauwerke verlauten lassen. Man erfährt nichts von den Augenzeugen der damaligen Zeit, das den Pyramidenbau erklären könnte. Diese Anonymität ist irgendwie unverständlich. Als ob Pyramidenbauen die banalste Sache der Welt gewesen sei oder als ob die Bauwerke längst existiert hätten, als Herr Cheops auf die Weltbühne trat. Immer wieder hört man Gerüchte, unter der Pyramide würden sich Schächte befinden. Ist da was dran? Normalerweise kommt der Besucher nie unter die Pyramide. Der heutige Pyramidenbesucher betritt zuerst mal diesen Schacht hier. Der ist horizontal und buchstäblich aus dem Fels herausgeschlagen worden. Das war im Jahr 823 nach Christus. Passiert ist es durch den damaligen Herrscher, den Kalifen Al-Mamun. Ein Schacht führt nach oben in die große Galerie und Sie sehen den anderen Schacht, der führt hinunter. Diese Strecke ist volle 118 Meter lang, schräg hinunter unter der Pyramide. Man gelangt schließlich in einen Raum, der senkrecht betrachtet 35 Meter unter der Pyramidenspitze liegt. Und was ist da zu sehen? Nichts. Man nennt das Ganze die unvollendete Grabkammer. Ich war oft hier, habe mit einem Hämmerchen die Wände abgeklopft. Manchmal klingt es hohl, aber man kommt nicht weiter. Ich frage mich immer, warum jemand einen Schacht baut, 118 Meter lang, da unten die Wände herauskratzt, eine Höhle macht und da lässt man das Ganze liegen. Ja, wozu vollendet man dann den Schacht, der hinunterführt? Und hier gibt es tatsächlich einige Geheimnisse. Mit der Kamera entdeckt, führt von diesem Raum ein zusätzlicher Schacht hinunter in die Tiefe. Und am Ende dieses Schachtes führt ein Querstollen wiederum in diesen Schacht hinein. Unter der Pyramide stimmt tatsächlich etwas nicht. Und zwar nicht nur hier, sondern überall. Da befinden sich Schächte, ein ganzes Gangsystem unter den drei Pyramiden bis hinunter zur Sphinx. Ich zeige Ihnen die nächste Runde. Ich hatte gerüchteweise gehört, dass sich neben der Rampe zur Chefren-Pyramide wiederum ein Schacht befinde, der so tief sei, dass er bis ins Grundwasser führe. Ich wollte es nicht glauben. Bin hingegangen, habe die zuständigen Leute bestochen. Wir sind jetzt an der obersten Stelle. Da kriecht man hinein, es sind etwa 2 Meter. Die Eisenleiter, die Sie sehen, stammt natürlich aus unserer Zeit. Man gelangt in einen kleinen Vorraum und erreicht die zweite Strecke, senkrecht. Jetzt achten Sie darauf, hier hat man 2 Eisenleitern nebeneinander gelegt. Wir kommen zu dem Zwischenraum und da unten sind ein paar Sarkophage. Die einen sehr präzise, man ist erinnert an Seraphäum unter Saqqara mit der präzisen Bearbeitung. Andere scheinen später herausgemeißelt worden zu sein, sind eher gröberer Arbeit zuzuschreiben. Doch immerhin, in diesem Raum liegen insgesamt 6 Sarkophage unterschiedlicher Größe und unterschiedlicher Bauart. Der hier ist eindrücklich. Und dann noch tiefer. Vorhin hatten wir 2 Eisenleitern, jetzt nur noch eine. Der Schacht ist so eng, dass nur noch ein Mann Platz hat. Und man gelangt in den untersten Raum und da liegt tatsächlich ein Sarkophag im Grundwasser. Fotografieren war verboten, deshalb ist das Bild nicht allzu gut. Sie sehen in Bildmitte
die Konturen des Sarkophags. Rechts davon, das sind Holzbalken. Wir haben es mit der Computeranimation ein bisschen sichtbarer gemacht. Und das Ganze nicht einfach irgendwie. Unter Wasser. Dieser Sarkophag ist größer als der zweite Schacht mit einer Leiter runter. Der Sarkophag kann niemals da hinunterbuxiert worden sein. Es muss einen seitlichen Zugang geben. Man bedenke, unter Wasser, im Grundwasser, wie haben die Brüder das früher eigentlich gemacht? Unter dem Pyramidenplateau liegt tatsächlich ein Labyrinth von ineinander verschachtelten Kanälen und Schächten. Nur die Öffentlichkeit erfährt nichts davon, was ich persönlich eher traurig finde. Wir haben vorhin eine Reise gemacht in die große Galerie, in der großen Pyramide, dort hinauf, wo Sie den roten Punkt sehen. Und bei genauer Betrachtung muss auffallen, dass diese Galerie völlig anonym ist. Cheops soll es gebaut haben, aber Cheops war ein Tyrann. Wenn Cheops der Bauherr wäre, müsste es wimmeln an den Wänden von Inschriften zu seinen Ehren. So sinngemäß, ich hab's gemacht, zu Ehren des Gottes oder der Götter Osiris, Isis etc. Aber da ist nichts, alles leer, es passt zu Cheops wie die Faust aufs Auge. Immerhin ist die Strecke rund 47 Meter und 8,5 Meter hoch. Da wäre Platz genug gewesen für irgendwelche Inschriften. Nichts davon auszumachen. Wenn Sie genau hinschauen, bemerken Sie in den Wänden immer wieder so kleine Eisenklammern. Was könnte das gewesen sein, diese Eisenklammern? War es etwas, das die Balken tragen sollte? Das ganze Eisen, das man damals kannte, war Kupfer und Eisen. Viel zu weich, um diese riesigen 70 Tonner zu tragen. Waren es irgendwelche Verschlusssteine oder hat man was daran aufgehängt? Ich habe meine Computeranimationen im Mystery Park in Interlaken um ein Spiel gebeten. Nehmen wir mal an, diese Klammern wären in Wirklichkeit Halterungen gewesen. Sie hätten meinetwegen ein Goldblech getragen, so wie wir es aus Dendera kennen, aus der Decke. Und diese ganze große Galerie wäre ursprünglich nicht anonym gewesen. Sie hätten uns Botschaften übermittelt. Und die Grabräuber haben diese Goldbleche einfach weggerissen und später eingeschmolzen. Wer weiß, vielleicht hat das Ganze vor Jahrtausenden zu Zeiten der Götter so ausgesehen. Der Aufgang, der Weg hinaus in die Galaxie. Wenn die alten Ägypter tatsächlich von Außerirdischen besucht worden sind, wenn Außerirdische irgendwie, wenn auch nur in beratender Funktion, dabei waren, als die Pyramiden gebaut wurden, hat das irgendwelche Konsequenzen für uns? Was geht uns das an? Es geht uns sehr wohl etwas an. Denn sämtliche alte Religionen kennen den Wiederkunftsgedanken. Hier in Ägypten wartete man auf die Wiederkunft der Götter. Aber das ist weltweit. In Zentralamerika lebten die Maya und die Azteken. Als die Christen kamen, gab's die Wiederkunftserwartung bereits. Hernando Cortés wurde verehrt als ein wiedergekehrter Gott. In Südamerika, bei den Inka. Der Spanier Francisco Pizarro, dieser Schlaumeier, zeigte sich ein paar Meter vor dem Strand im heutigen Peru auf den Schiffsplanken, und zwar in einem mittelalterlichen Kettenhemd. Die Sonne schien, der Typ glitzerte, die Indios sanken reihenweise ehrfürchtig zu Boden. Sie glaubten, Pizarro sei der längst erwartete, wiedergekehrte Gott Viracocha. Der Wiederkunftsgedanke ist keine christliche Erfindung. Dieser Wiederkunftsgedanke ist uralt. Wie wär's, wenn vor Jahrtausenden diese Fremden, die sogenannten Götter, den Menschen damals versprochen hätten, wir verschwinden jetzt, aber wir kehren wieder. Und die intelligentesten Menschen haben gefragt, wohin geht ihr denn? Die Fremden zeigten hinauf zum Firmament, zum Sternenhimmel und sagten, dahin gehen wir. Die Menschen verstanden es nicht. Da oben ist Friede, Sternenpracht, es leuchtet, es muss der Himmel sein. Vielleicht haben Menschen nachgehackt und gefragt,
ja, kommt ihr dann wieder? Und einer der Fremden mag geantwortet haben, oh ja, wir kommen wieder. Vergesst's nicht. Möglicherweise haben die Menschen gefragt, wann? Das wussten die Fremden selbst nicht, bei denen die Stanzen und Lichtjahren. Aber sie haben versprochen, wiederzukehren. Und diese Wiederkunftserwartung ist eingewandert in alle Religionen der damaligen Zeit, übrigens bis auf den heutigen Tag. Wir Christen warten darauf die Wiederkunft von Jesu. Irgendwo beim Evangelisten Markus können Sie nachlesen, Jesus würde wiederkehren mit großer Macht und Herrlichkeit, mit himmlischen Heerscharen. Aber ein Teil der muslimischen Gesellschaft wartet auch auf die Wiederkunft, nicht etwa ihres Mohammed, sondern auf die Wiederkunft ihres Mahdi, der die Welt wieder in Ordnung bringen soll. Und wie wir alle wissen, die große jüdische Weltreligion, viel älter als die anderen, die warten seit Jahrtausenden auf die Wiederkunft ihres Messias. Die jüdische Religionsgemeinschaft hat Jesus nie als Messias anerkannt. Ein uraltes Wiederkunftsversprechen geistert durch die Religionen bis auf den heutigen Tag. Und das geht uns etwas an, denn logischerweise können doch nicht alle Religionen recht haben. Wie wär's, wenn sich alle irren? Und das Wiederkunftsversprechen deutet auf die Wiederkunft dieser Fremden. Wie verhalten wir uns dann, wenn es plötzlich dröhnt da droben? Wenn aus dem Hyperraum oder woher immer tatsächlich Raumschiffe auftauchen, dann erleben wir Menschen auf der Erde den Götterschock, die absolute Katastrophe. Und deshalb halte ich es für vernünftiger, für ehrlicher, sich mit solchen Gedanken, meinetwegen nur in spekulativer Form, auseinanderzusetzen, viel vernünftiger, als den Kopf in den Boden zu stecken und sagen, ich will nichts davon wissen. Denn die Wiederkunft der Götter geht uns alle etwas an. Und sie haben versprochen, wiederzukehren. Nur am Rande, die Maya in Zentralamerika kannten den präzisesten Kalender. Man kann den Maya-Kalender umrechnen auf unseren Kalender. Und die Maya haben überliefert, am Ende des Kalenders würden die Götter wiederkehren. Umgerechnet auf unseren Kalender entspricht dies am 23. Dezember 2012. Das Maya-Datum steht fest, nur ich traue unserem Kalender nicht. Wir sind ja nicht sicher, ob die Zählung tatsächlich im Jahre Null bei Christi Geburt begonnen hat oder ob die vielleicht erst 30, 40 Jahre später mit der Zählung begonnen haben. Nur das Versprechen ist da, auch bei den Maya und bei denen mit einem präzisen Datum. Nach dieser kurzen Exkursion ins Land am Nil bleiben mir ein paar Feststellungen. Erstens, mit den Datierungen vor Cheops kann etwas nicht stimmen. Hunderte von Königen, deren Namen man sogar kennt, existieren in der Ägyptologie überhaupt nicht. Zweitens, es gibt Gegenstände, beispielsweise den Djed-Pfeiler, für die wir keine sinnvolle Erklärung haben. Man muss meinen Vorschlag nicht ernst nehmen, aber man sollte darüber nachdenken. Schließlich gibt es gute Argumente, die sich mit Cargo-Kult, missverstandener Technologie, sehr vernünftig erklären lassen. Und drittens, das Osirion, dort unter dem Tempel von Abydos, wo der Kopf des Königs Osiris oder des Gottes Osiris begraben sein soll, ist viel älter als der spätere Tempel. Und da ist eine Technologie zur Geltung gekommen, die nicht stimmt. Man kann daraus ableiten, die älteste Technologie war die perfekteste. Und man kann es ja beweisen, denn ein Teil des Osiris-Tempels ist aufgebaut worden auf dem alten Untergrund, diesen riesigen Balken. Viertens, es gibt tatsächlich Beschreibungen von Mischwesen. Sowohl bei Maneto, der Kirchenfürst Eusebius hat sie übernommen, als auch in den Skulpturen. Und es gibt rätselhafte Dinge, wie zum Beispiel das Seraphäum, wo man anstelle der Apisstiere zerhackte Knochen gefunden hat und dann immer noch mit Asphalt zugedeckt und schweren Deckeln. Die Überreste von Mischwesen, die niemals wiedergeboren werden sollen. Schließlich unter der Pyramide von Gizeh, da liegen Schächte, da ist eine Art Labyrinth, geht hinunter bis zur Sphinx. Wieso erfährt eigentlich niemand etwas davon? Im Grunde sind es nicht wir, die Geheimnisse schaffen. Es ist die andere Seite, die klassische Archäologie, die Geheimnisse macht.
Denn vieles von dem, was vielleicht entdeckt wurde, was man kennt, darf nicht an die Öffentlichkeit. Warum eigentlich nicht? Wissenschaft kommt von Wissen schaffen. Hier wird eher verduscht, hier wird auf Geheimniskrämerei gemacht. Und zwar nicht von uns, von der anderen Seite. Und dass ich nicht so ganz falsch liege, kann ich mit einem neuen Beispiel belegen. Meine Gäste kennen aus meinen Büchern oder meinen Vorträgen diese peruanische Wüste von Nazca. Der Ort ist geheimnisvoll, liegt rund 500 Kilometer südlich von Lima. Und dort in den Boden gekratzt findet man komische Linien. Diese schmalen Linien sind Bestandteil von Figuren, zum Beispiel Fischen, Vögeln, Affen, Menschen, aber derart überproportioniert angelegt, dass man sie nur aus der Luft erkennen kann. Das hier nennt man Labyrinth. So ähnlich sieht's auch aus. Neben diesen Figuren tauchen die seltsamen Linien von Nazca auf, die bis heute niemand verstanden hat. Selbstverständlich wimmelt's von Theorien, von Ideen. Die älteste Theorie stammt von Frau Maria Reiche, einer Dame aus Dresden, die ihr Leben hier geopfert hat, um diese Nuss zu knacken. Sie glaubte einst, das Ganze sei ein astronomischer Kalender. Die Kalendervariante ist längstens vom Tisch. Als Frau Reiche starb vor einigen Jahren, war sie verbittert und meinte am Lebensende, vielleicht hat's was mit Geistern zu tun oder mit Schamanen. Es tauchten andere Ideen auf, die Literatur ist voll davon. Das Ganze sei ein Kultplatz gewesen. Kult für die Götter, meinetwegen, für was für Götter? Ein Kult für die Berggötter, wegen den Figuren, die man nur aus der Luft sieht. An verschiedenen Punkten übrigens tauchen alle Linien gleichzeitig auf. In einem Zentrum, von allen Seiten, kommen die Linien sternförmig auf diesen Punkt zu. Bis heute haben wir keine Erklärung dazu. Ich habe schon einstecken müssen, auf der Wüste von Nazca in Peru gibt es nichts, das irgendwie wie alte Pisten ausschaut. Ich weiß nicht, wo diese Kritiker ihre Augen haben. Wenn das nicht wie eine alte Piste ausschaut, ja was denn? Wobei ich persönlich überhaupt nicht der Meinung bin, es seien Flugpisten. Ich bin der Meinung, es sei ein Kult. Ein Kult gemacht durch die Eingeborenen, aber ein Kult, der seinen Grund hat. Ein Kult für die Götter. Für die Götter, die da oben waren und von oben auf die Menschen herniederschauten. Deshalb die Figuren, deshalb die Linien. Und das Neueste, in Nazca wird eine wunderbare Archäologie betrieben, seit Jahrzehnten. Die Archäologen, die buddeln hier, machen Löcher, finden Keramiken, Textilien, Knochen, machen ihre Schichten, ihre Datierungen, alles ist richtig so. So soll es auch sein. Aber ich habe ganz andere Fragen als die Archäologie. Ich habe mich mal hingesetzt und ein paar Bilder genommen aus meinem Archiv und ein paar Punkte dran gemacht. Kreuze an bestimmte Stellen. Dann habe ich mich zusammengesetzt mit einigen Damen und Herren der Technischen Universität Dresden und habe sie gefragt, gibt es hier an den bestimmten von mir markierten Punkten Dinge, die nicht stimmen? Zum Beispiel findet man eine Veränderung des Magnetfeldes oder stimmt etwas mit der Bodenelektrizität nicht? Findet man in der Wüste von Nazca irgendetwas, das gar nicht da sein dürfte? Etwas, das nicht dahin gehört? Solche Fragen stellt die Archäologie nicht. Die Archäologie hat ein ganz anderes Betätigungsfeld. Und siehe da, die Professoren und Studenten gingen mit ihren Messgeräten hinaus in die Wüste. Sie sehen hier rechts im Bild eine Skala. Das Grüne ist der normale Bereich. Beim Roten wird's abnormal. Jetzt achten Sie mal den roten Fleck am oberen Bildrand. Dort befinden wir uns genau auf einer sogenannten Pista. Pistas. Das heißt, die Messinstrumente zeigten auf der Pista, dass die Bodenelektrizität bis zu 8000 Mal höher ist als nebendran im Sand. Hier stimmt etwas nicht. Die Bodenelektrizität misst man, indem man Wechselstrom in den Boden gibt und dann schaut man auf die Distanz, wie weit reicht der. Im Sand ist das quasi null. Und hier 8000 Mal höher, als es sein dürfte. Das auf verschiedenen Pisten. Hier sehen Sie so etwas wie einen abgeschnittenen Berg und darauf wieder eine Linie, die wie eine Flugpiste ausschaut und darunter eine Zickzacklinie. Eine meiner Fragen lautete damals an die Wissenschaftler der Technischen Universität,
Unter dieser Zickzacklinie, stimmt da was nicht, hat sich zum Beispiel das Magnetfeld verändert. Siehe da, überall wurden Magnetfeldveränderungen definitiv nachgewiesen. Wie ist das möglich? Im Gelände von Nazca, manchmal an den Anfahrtswegen oder an den Bergen, zieht sich plötzlich durch das Gelände so ein weißlicher Strich. Proben wurden genommen. Und zu Hause im Elektronenrastermikroskop stellte sich heraus, das weiße Zeug ist Glas. Wie kommt Glas, kristalline Strukturen, in ganz normale Geröllschichten rein, und zwar auf einer Linie? Die Fachleute meinen, das gehe nur dann, wenn das Ausgangsmaterial extrem heiß gewesen sei und kurz, schnell niedergekühlt worden sei. Übrigens, die ganze Wüstenfläche hier ist nicht ungefährlich, denn der Arsengehalt ist 17 Mal höher, als er eigentlich sein dürfte. Arsen finden Sie überall im Boden, aber nicht in diesen Mengen. Man kann daraus definitiv ableiten, in Nazca stimmt etwas nicht. Wir wissen zwar nicht, was nicht stimmt, aber mit naturwissenschaftlichen Methoden, jederzeit überprüfbar, wiederholbar, konnten wir nachweisen, hier stimmt etwas nicht mit der Bodenelektrizität, mit den Magnetfeldern. Schließlich fand man Glas, kristalline Glasstrukturen im Geländer, und zu allem ist der Arsengehalt 17 Mal höher, als er sein dürfte. Jetzt wissen wir nicht, warum das so ist. Die nächste Runde wäre Bohren. Aber Nazca ist sowas wie ein Weltheiligtum. Es ist ein Kulturerbe der UNESCO. Da kann man nicht einfach hingehen und buddeln oder bohren. All das ist ein sehr komplizierter Vorgang, an dem mehrere Hochschulen beteiligt sind. Hier in Deutschland war es die Hochschule für Technik und in Peru war es die Universidad Católica von Lima, neben einigen anderen geologischen Fakultäten. Verehrte Damen und Herren, was stimmt überhaupt nicht mit der Vergangenheit? Haben wir uns je Mühe gemacht, die Vergangenheit unter kritischen Aspekten zu durchleuchten? Ich befürchte, daran fehlt's bis heute. Und ein neuer Blickpunkt kann eigentlich nicht schaden. Nur so kommen mögliche Wahrheiten ans Tageslicht. Bei Ihnen bedanke ich mich für die Geduld, dass Sie einem umstrittenen Schweizer so lange zugehört haben.